Die neue Radeon HD 498 ist im PC Games Hardware Testlabor eingetroffen. Für Detailfotos des Grafikchips müssen wir den Kühler entfernen. Dazu sind zahlreiche Schrauben zu lösen. Radeon HD 498 und 4870 im Vergleich. Die 4890 oben im Bild verfügt über eine zusätzliche Phase für die GPU. Sonst unterscheiden sich die Karten optisch nicht. Der Kühlkörper der 4890 oben besitzt durch die Rillen eine größere Oberfläche zur Wärmeabgabe. Eine dritte Heatpipe soll die HD 498 zusätzlich besser kühlen. Weitere Details zur Radeon HD 498 finden Sie im Test auf www.pcgameshardware.de.